Freunde, wir haben hier natürlich heute eine unglaubliche Show. Ja! Gut ist er, gut ja! ist er, gut ist er. Das Adrenalin pumpt schon durch meine Arterien und Venen. Moin Leute, Trimax hier. Lost Moments hat ein neues Video rausgehauen. Best of Trimax Beef und Skandale. Teil 1 ist das nur. Könnt gerne den Lost Moments Kanal abonnieren. Da kommen mal sehr geile Best-ofs, wo größere Themen, wo es daraus ein Best-of gibt. Und alle meinten, das ist sehr, sehr geil. Wir gehen rein. Ich weiß gar nicht mehr, welches alles gab. Ex-Freundin. Ich mag's jetzt. Das ist sogar geil. Das ist sogar einfach geil, weil es so random ist. Soll ein Video von dir kommen? Ist mir doch scheißegal. Ist mir sowas von scheißegal, Digga. Ist einfach nur peinlich und das. Digga, jetzt wird's aber zu viel. Warte mal, wir haben zweimal Trimax, zweimal Monte. Aber wir reden über die Mutter von Simex Ex-Freundin Mrs. Juicy Ass, korrekt? Du, damit habe ich auch nicht gerechnet. Das ist meine Meinung, die werde ich auch sagen. wie sauer. Oh Gott. Wenn das Ellies Mom hört, dann wird die richtig sauer. Sagen, was sie wollt, auch wenn ich echt die Sympathie zu Simex. Was ist denn jetzt? Zweimal Trimax, zweimal Standard-Skill, zweimal Simex. Das ist zu viel, wir können das. Ich wollte mir jetzt Best-of von dem Beef reinziehen, aber das ist too much. Das war ja damals schon too much. Was ist denn jetzt? Aber warte mal, daran erkennt man auch. Ist eine These von mir? Daran erkennt man einen guten Beef, wenn du einfach 6 Camps siehst. Dann weißt du, das ist Beef auf YouTube. Ich echt ein bisschen verloren habe, aber er hat auch einige Videos, die man sich reinziehen kann. Man kann sich fast jedes Video von mir reinziehen. Das soll jetzt nicht. Oh, das ist schon wieder so unangenehm. Warum sagt er das? Warum sagt er das? Warum lässt er das nicht so im Raum stehen? Er sagt einfach, man kann sich jedes Video von mir reinziehen. Scheiße. Okay, ja, sorry, dass so eine Handyspieler bei der Weltmeisterschaft dran teilnehmen. Handyspieler mit über 100.000 Euro Earnings. Dazu sage ich nur. Oh, das weiß ich noch, das war sehr unangenehm. Oh, wie lange ist das her? Chill kurz. Oh nee. Was heißt dieses Zeichen? Was soll das? Das darf man nicht sagen, sonst Bann gefickt. Okay. Nee, und was sagen wir noch dazu? Nee. PSV. Nein! Wieder. Hier! Crystal. Das macht der? Das sowas macht der? Nee, mein. Wieso macht denn der sowas? Weird Champing. Nee. Warum hat er auch noch mit dabei, wie wir beide leiden? Nee. Einfach nein. Gefistet. Das stand dich rasiert. Ich dass der sowas macht. Chef ist Grubbel. Alko. Das ist fies. Ich muss immer bei den gleichen Szenen lachen, wie ich damals gelacht habe, weil, ja, ich habe auch den gleichen Humor. Die Szenen sind sehr lustig. Chef Strobel einfach. Wieso jetzt Chef Strobel? Das war auch eine geile Zeit. Chef Strobel. Alko. Was heißt Alko? Ist elf. Ach so. Ja, nächste Reaktion. Bitte nimm mich auseinander. Oh nein. Oh, was? Hat Chef Strobel einfach Ärger bekommen. Heiko heißt der Sohn. Hat Chef Strobel Beef mit Ellies Mutter? Öffentlich auf YouTube? Und warum hat Chef Strobel schon wieder den Elfjährigen gefrontet? Aber trotzdem. War auch nicht. Ohne Respekt. War in Ordnung. Arian auch. Oh Mann, das ist sogar Notizen, Alter. Das war eine krasse Zeit. Dankeschön. Wie viele Leute haben darauf reagiert? Wir hatten eine dicke Liste mit allen YouTubern. Ich glaube, wir haben als letztes drauf reagiert, deswegen sind wir, glaube ich, nicht mit drauf. Also. Oh, wir kommen noch mit drauf auf die Liste. Aber von alle, das schlimmste Reaktion finde ich von Fettsack. Der Blick. Was ich mache, ist einfach unterhaltend. Wer ist Fettsack nochmal gewesen? Wer ist Fettsack? G-Time, echt? Von G-Time war die schlimmste Reaktion? Nein, Evanjo. Nein, nicht G-Time, ihr Assis. Das war nicht G-Time. Warum bleiben alle G-Time? Okay. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber sehr wenige leider. Sehr wenige? Er sagt sehr wenige. Soll ich einfach Death Runs machen, wo ich rumschrei wie so ein 12-Jähriger? Jungs, wenn ihr wollt, ich kann auch mal. Oh, was ist das unangenehm? Ey, mega smart, dass es mich nur noch als, dass es eine Reaction ist. Das will ich immer genau sagen, was ich dann der Reaction sag. Die ganze Zeit, wie toll seine Videos sind und wie viel besser sie sind als Standard-Skill. Man kann sagen, was man will. Den Content, den ich zurzeit mache, die Videos, die ich zurzeit mache und auf was für einen Weg ich gerade bin, das ist halt einfach gut. Und dass er das nicht zugesteht und ich sag, nee. Das war so 3 Wochen vor seinem kompletten Absturz. Nee. Dass meine der hat jetzt so oft gesagt, wie geil seine Videos sind. Ja, der Sohn von Karl S., Alter, ist true. Oh no.
Du stinkst ein bisschen. Ich stink? Ja. Das hat ja immer das Problem, du stinkst nicht. Das ist alles ganz normal. Irgendwas? Ah, das kann sein, ich musste 40 Liegestütze machen. Okay. Irgendwas. Ein bisschen noch Fußball gespielt am Ende, ein bisschen Soße. Okay. Okay. Auch ein bisschen Fußball gespielt, okay. Ja, nur ein bisschen, in der Halle. Okay, das ist nice. Keine Hattest du mal eine Besprechung, ob einer stinkt oder doch, nicht? Doch, er kann ja nicht zwischen Umzugskartons etc. eine Haustour machen, die früher als erwartet gekommen sind. Bevor du relevanter als ich wirst, bläst mir Merkel einen Livestream. Komm mal von deinem Hund. Das ist doch einfach Monte dann auch. In so einer Situation, es spielt Monte einfach die Monte-Karte und es ist doch einfach gut dann. Und Cheetah dachte, er ist gemeint. Jetzt erinnere ich mich noch, Cheetah hat mir dann noch geschrieben, hat mir den ganzen Clip und so geschickt, wo sie meinte, am schlimmsten war die Reaktion von Fettsack. Und Cheetah dachte, er ist es, voller Panik. Was hat Cheetah in der Sekunde gedacht? Hey, warte mal, das haben wir doch hier. Aber vom Alle, ja, jetzt kommt die schlimmste Reaktion finde ich von Fettsack. Meint sie mich mit Fettsack? Was? Sie nennt mich einfach Fettsack oder? Die schlimmste Reaktion von Fettsack. Ist ein geiler Clip. Ich hab ihn schon komplett wieder vergessen. Super gut, dass wir ein Best of Beef haben hier nochmal. Nein, ich werde schon wieder viel zu emotional. Aber ich sag nur so viel, Bro, mein Kontostand ist sechsstellig. Deswegen mach dir dahingehend keine Sorgen. Und jetzt bin ich ein bisschen gestorben. Das kann der nicht machen. Okay, jetzt. Ich erinnere das gar nicht so unangenehm. Krass. Alter, damals war ich sick. Das war vor dem Schlüsselbeinbruch und vor dem Diskusabriss. Das war noch die 115 Kilo Bankdrückenphase. Krass. Scheiße. Das war die Prime, Alter. Jetzt hast du. Aber da wog ich auch noch deutlich mehr, aber da war ich auch viel stärker. Da wog ich 10 Kilo mehr als jetzt. Mich? Ich habe ihn gerade so verteidigt. Aber man muss schon ein bisschen angefrackt sein im Hirn. Das geht. Vor den Lockdowns, stimmt. Muss wieder pumpen, ja. Handgelenk und Ellbogen funktioniert noch nicht. Die Top 10 All-Time Cringe Moments bei mir im Stream ein. Hundertprozentig. Was? Das war ja schrecklich. Das ist ja Comedy pur. Ich hab das alles schon wieder verdrängt gehabt. Ich hab das auch verdrängt. Würdest du mich jetzt so fragen? Ich hatte keine Szene mehr im Kopf. Die waren. Ich weiß, dass es sie gibt, wenn ich sie hier wieder sehe. Aber ich hab das alles vergessen. Das ist nicht böse gemeint. Nicht böse. Digga, da treffen zwei Welten aufeinander. Ellie's Mom und Monte. Das ist zu krass. Ja, mach es, bitte. Mach es. Bitte. Ja, okay. Digga, das ist so fremd. Was war das denn? Er sagt, die Mom ist übel peinlich. Dann geht's los mit, er raucht und das ist ein schlechter Vorbild. Er hat was gegen Frauen und er hat einen kleinen Schniedel. Es ist einfach ein geiles Video. Also, sie sagt von sich, sie kann. Das ist echt geil. Wenn du einfach als Verteidigung ein Argument bringen möchtest, dass Monte einen kleinen Schniedel hat. Das ist es dann einfach. Nicht alleine einkaufen gehen, da sie immer und überall angeredet wird und überrannt wird. 89.000 Abonnenten ist viel, keine Frage. Follower auf Instagram. Aber selbst Leute aus dem deutschsprachigen Raum, die über 2 Millionen haben, können problemlos alleine einkaufen gehen. Wollen wir hier ein Bild angucken? Das hat jetzt 72 Likes. Also das soll jetzt hier kein Hate sein oder irgendwie sowas. Aber die muss ja völlig in einer anderen Welt leben, dass sie sagt, dass sie nicht alleine einkaufen gehen kann und immer Begleitung dabei haben muss. Also die hat ja eine ganz andere Vorstellung von der Realität. Also komplett, als sie das dann, weil da, sie ist ja so, glaube ich. Echt unangenehm. Monte kann sogar alleine einkaufen gehen. Ich sag, jeder in Deutschland kann alleine einkaufen gehen. Selbst Thomas Gottschalk kann alleine einkaufen gehen und Joko und Klaas können alleine einkaufen gehen. Was soll denn da passieren? Was soll das? Glaube ich, der einzige Promi auf dem Schiff und die anderen. Selbst fucking Angela Merkel geht alleine einkaufen. Dann wollten fragen, wie das so ist als Promi und dann sagt sie so, ja, sie kann nicht alleine einkaufen gehen. Und der ganze Bums. Musste ich schon hart reincringen, weil es einfach völlig erlogen und erstunken ist. Also es soll jetzt hier auch kein. Eli wurde safe ein paar Mal in Berlin erkannt. Ja, dann wirst du halt erkannt. Dann machst du halt 3 Fotos, aber als ob da jetzt 1000 Zuschauer in einem Edeka warten. Am Arsch. Hate sein, aber da hört's dann auch auf, finde ich. Nimm nicht böse, ja?
Also, Digga, das ist. Also, Bruder, in welcher Welt lebt die? In welcher Welt lebt die? Er kann es gar nicht. Das war wirklich Comedy Gold damals. Die Kombination aus die Mutter von Mrs. Juicy Ass und Monte. Ich weiß, das ist so lustig, wie ich das nicht fassen kann. Das ist ja so ein schlechtes Video. So mein schlechtes Video. Und er ist völlig sprachlos. Aber er ist auch in einer Live-Situation. Ich hab Monte selten so perplex gesehen. Er weiß gar nicht, er kann es nicht fassen, dass sie wirklich ein Video hochlädt und die ganze Zeit nur sagt, dass er einen kleinen Schwanz hat. Es ist so random einfach. Ich lieb's so sehr. Er muss schon lachen. Ja. Es ist wirklich schrecklich. Dachte gerade, dass der linke Trimix live ist. Ich pack's nicht mehr. Wie? Ich bin live jetzt. Also die anderen sind nicht live. Ich hab das Headset auf. Also es war richtig. Ich habe ihm sogar auch ein Dislike gegeben. Wenn man schon dabei sind. Es gibt schon Verlängerungs. Ich hab es gar nicht mehr im Kopf, wie geil dieses Video war. Ich schwöre, sie sagt dreimal in dem Video, dass er einen kleinen Schwanz hat. Und jetzt sagt sie, dass er sich eine Schwanzverlängerung zulegen soll. Das ist ja so geil. Das Video ist gleich vorbei. Und sie hat nur über Montes Schwanz geredet. Das ist echt einfach ein geiles Video. Das ist echt ein Klassiker. Ist das noch online? Und Monte zieht sich das auch noch komplett rein, das Video. Das ist wirklich ein extrem geiles Video. Das Video geht 5 Minuten und sie redet die ganze Zeit nur mit seinem kleinen Schwanz. Der Channel ist gelöscht. Der Channel ist gelöscht, echt. Hey, und Monte guckt das Video immer noch. Warum hat er noch nicht abgebrochen? Was ist das für eine Scheiße? Oh, ist das geil. Ich pack das nicht. Ich hab das alles vergessen. Was geht denn jetzt? Ich hab das alles gar nicht mehr drauf gehabt. Digga, das ist so heftig. Ich wusste nicht mal, dass das alles existiert. Ich wusste, dass es existiert, aber ich hab nie wieder dran gedacht. Ich hab das verdrängt und jetzt sehe ich das hier und ich bin schockiert. Das war im Ernst, oder? Das ist ein Prank. Das ist ein krasser Prank. Alle YouTuber reagieren drauf und alle fallen drauf rein. Ich habe den Prank jetzt schon erkannt. Das ist saugut gemacht. Das könnte realistisch sein. Das war nie ein Prank. Aber das ist etwas drüber. Ich habe gar nichts gemacht. Der hat zum Schluss. Der hat zum Schluss gedeppt. Zum Schluss gedeppt, einfach gedeppt. I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy. Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich ein wirklich. Props gehen raus an den Cutter. Geil, dass du das nochmal zusammengetragen hast nach all der Zeit. Das ist wirklich geil. Das ist die Freundin von Z-Max Mutter. 5 Minuten Video hochgeladen hat gegen Monte, dass er einen kleinen Schwanz hat. Das ist halt Traum. Das ist halt wirklich ein Traum. Das ist Teil 1. Ich hoffe, Teil 2 wird noch geiler. Geil. Der arme Cutter, tut mir leid nach dem Video. Digga, was der sich alles reingezogen haben muss. Oh Gott. Oh mein Gott. Lost Moments geht natürlich ein bisschen unter, wo jetzt Hungriger Hugo auch so stark ist. Das ist okay. Aber er hat oft noch so geile Best-ofs. Das ist, denke ich, auch die Zukunft des Kanals. Best-of alles zusammen aus FIFA. Best-of alles zusammen aus Fortnite, aus Minecraft. Aus Beef, aus Lachkrämpfe, Funny Moments, Best of Fußball, SSV Hardstark, Best of Trimax, All-Time Fußball on Camera, Best of Fortnite Sniper Compilation gibt's schon und so weiter. Armer G-Time-Schock seines Lebens gehabt.